Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. So, wir haben weiter. Wir sind hier ja bei der Akte von Mary Ann. 2.3.5, 0.23 Uhr, Leichnam wurde an Gerichtsmediziner überführt. Tatort gesichert, Brown. 1.04 Uhr, meine ich, Kinder auf der Wache befragt. Es wurde ausgesagt, nachdem immer die Namen sind immer geschwärzt von den Kindern. Ronans Haare durch Schwester A. Ronan haben kurz schneiden lassen, habe Mary Ann Ronan Ron mit seiner Waffe bedroht, als Ronan wurde an der Pier verfolgt. Ronan habe M.A. Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeugen sagen aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown, 6.30 Uhr, Tatort untersucht, die von Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Brown. 4.3.5, Fall an Staatsanwalt B. Cruz übertragen. Ronan wurde des Totschlags angeklagt. Fall TA 66585 Brown. Okay. Genau, wollte ich gerade sagen. Pack die mal wieder schön weg, ne? So. Irgendwas am Computer sollen wir finden. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan, March 1st, 2005. Okay. Aha. Autopsiebericht und... Und, Dingens, Polizeibericht. 2.3.2005, E. Brown, also Eddie Brown. Zuletzt aktualisiert, 2.3.2005, zuständige E. Brown, Speicher, 24-Stunden-Bericht, Tötungsdelikt, Opferinformationen plus Zusammenfassung des Verbrechens. Kann ich... Oh. References. Ach so, das... Nee, hä? Warte mal. So... Soll ich das dann, ach so, 5R61. 05R61889. Okay, hier auch nicht. There. There. Kriminalbericht. Berichtsinhalt, Tötungsdelikt, Opfername Mary Ann Ronan, Ethnizität. Weißgeschlecht, weiblich, Größe 1,68, Gewicht 62 Kilo, Alter 41, Geburtsdatum 8. Juli 1964, Führerschein. Fremdsprache keine, Beruf arbeitslos, Tatort 12, Canary Road, Dallas Crossing, AK, Datum und Uhrzeit des Vorfalls, 1.3.5, ca. 22 Uhr, Datum und Uhrzeit des Meldung, 1.3.05, 22.29 Uhr, Opfer bedrohte eigenes Kind auf dem Pier mit einer Waffe, Kind attackierte das Opfer mit einer Schere, woraufhin dieses in den See fiel. Mitarbeiter im Dienst, Initialen, Nachname, Seriennummer, Rang. Detail, E. Brown, C. Holt. Beteiligte Personen, R1, dann Ronan Weiss, 7.3.94, Adresse, ne? Kinder. Zugelassen auf Samuel A. Kensky, Marke Rustler, 3121, Modell 9mm, sonstiges dunkles Holz, okay. Das ist nichts, das ist das, was wir schon wissen. Found a summary of everything. Wow, this is a real detective novel. Oh Gott. Brown's quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. Falschschilderung. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann Ronan, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrotflinte
der Marke Rassler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, Tyler, ich sag jetzt Tyler, ne? Weil es steht immer, Namen der Kinder sind geschwärzt, also die Namen der Kinder wurden alle geschwärzt. Tyler, Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seine Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner Schwester Allison Ronan erhalten hatte. Der Zeugenaussage von Tyler Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Tyler Ronan mit der Schrotflinte. Tyler Ronan floh aus der Garage und richtete Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Allison Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Tyler Ronan von Mary Ann bedroht wurde und mit der für den Haarschnitt verwendete Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Beide Zeugen sagen aus, Mary Ann Ronan habe zu dem Zeitpunkt des Bewusstseins verloren und sei in den See gefallen. Um 22.29 Uhr erhielt Officer Kristen Holt, Dienstnummer des Dallas Crossing Police Department, einen Anruf von... Ich glaube, Ronan in dem Vorfall geschildert wurde, Streifenpolizist, bla. Tatortprotokoll, ausdrückliche Beschreibung, findet ihr Aussagen. Benachrichtigung, Ermittler, ich lese jetzt nur mal kurz das Wichtige vor. Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuschen befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Rustler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit den Zeugen. Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss befunden, als sie Schreie hörte, sie sei die Treppe hinuntergelaufen, habe dort durch das Küchenfenster und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen, hat versucht wegzulaufen, Mary Ann habe gedroht zu schießen, den Aussagen beide Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um. Stach dann bei dem Versuch, Schere Mutter ein, bla bla. Ja, aber sie hat doch nicht gesagt, ich bringe dich um, oder? Also das ist jetzt nichts Interessantes gewesen. Ja, den packen wir mal wieder weg. Also suchen wir jetzt nach dem neuen Stichwort. Oh, Mary Ann erstmal, 1. März 2015. Da haben wir jetzt natürlich die Autopsiebericht. Den würde ich jetzt gerne sehen. Das ist 05R6. Okay, I need to check out 05R62766. Nope. Well... Ach, jetzt red doch nicht mit mir. Hast du auch schon wieder da auf der Seite? Oh. I have her autopsy report. Okay. She got... What is it? She drowned. Stab wound was non-fatal. What? Okay, sie ist ertrunken und nicht irgendwie an der Verletzung gestorben. Todankunft, Ertrinken, Stichwunde, Lendenbereich, Angriff der Schere durch Tochter, keine Vorkommen bekannt, Sektionsbefund, Schaumpilz im Mund und Nase, Hirnödem, Wassereinlagerung, Lunge, pulmonelle Ödeme, Stichwunde, bla. Natürliche Ursache, Selbstmord, Tötung, Unfall, nicht alles. Ist halt Flüssigkeit, Nasennebenhöhlen. Wie wurde sie verletzt? Verursacht mit einer Schere, anschließend für das Opfer eiskaltes Wasser, wurde für oben genannten Befund. Untersuchungsstelle, Protokoll, Kennzeichnung, Kleidung, Röntgenbild, kein Blut, einbalsamiert, war verwest. Ja. So, sie ist also ertrunken und nicht. Shit, shit, shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? What do I do? Halt ihn hin, ich komm raus. Halt ihn hin. Stall him. No shit, Sherlock. Sag ihm, ich bin im Bad, bring ihn in sein Büro. Sag ihm, ich bin eine Rauchen, bring ihn in sein Büro. Tell him you need to talk in his office. So, Kinder Ronans. Mary Ann, Eddie Brown, d-d-d-d-d-d. Aha. Thank you.
Kinder Ronans Gerichtsbeschluss. R6 05 R63. References 05 R63 325. Ich weiß gar nicht, woran, wonach wir also wir suchen noch nach irgendetwas, aber. Aufgrund vorliegender Umstände, die der Unterstützung der ausstehenden Petition begünstigen oder aufgrund eines Verstoßes, Unterlassung, das Gericht befindet sich überwiegender Beweislast, dass eine Gewahrnahme und der Unterbringung außerhalb des Wohnsitzes eines Elternteils oder Erziehungsprojekts zum Schutze der Jugendlichen oder anderen Personen notwendig ist. Es wird somit angeordnet, dass die minderjährige Person der Obhut der Abteilung für Jugendstrafrecht zu dem Zweck einer Unterbringung in einer geschlossenen oder gesicherten Einrichtung wie dem Brunnen. Und hier wird der Richterin Eric Wald. Ja, gut, das war's. Das wissen wir ja schon, also der Gerichtsbeschluss. So. Haben wir noch was? Mary Ann Ronan. Kinder Ronan. Eddie Brown. Nö. Eddie Brown Aufzeichnungen. Eddie Brown und der. Oh, das haben wir schon. Aufnahme, da. Dallas Crossing Police Department. Hello. 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 I can hear you. It's my mom. She fell in the water and she's not coming up. Okay, where are you now? Home. We're home. Are you alone? Where's your dad? It's just me and my sister. All right, honey, can you give me your address? 12 Cannery Road. Please, hurry. Just stay right where you are, okay? We're sending someone out to help you. Don't hang up! Okay. Eddie Brown und 1. März hatten wir schon. Kina Ronans und Aufzeichnungen. Da haben wir auch noch Jugendamt. 05 01. Okay. I need to check out 0501 COMEBR. Here we go. Ich glaube, ich habe was gefunden. Jesus, unbelievable. Allie. Tessa called fucking social services. Nah. And Eddie went along with it. Nein. Where are you? What's going on? Faxinformation Jugendamt Edward Brown und ja gut, also ne, Tessa und Eddie haben das Jugendamt auf Mary Ann gehetzt. Kann ich noch was rausfinden? Jugendamt. Da ist eine Aufzeichnung. This is Officer Eddie Brown. Mhm. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S... K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Oh, was soll ich denn noch suchen? Was
Warte mal. Kinder Ronins, aber da habe ich noch was anderes. Aufzeichnungen Sam? Nein. Aha. Oh mein Gott, hier ist so viel. 05. Entlassungspapiere, Einverständniserklärung Ronin. 05R68. Reference is 05R68MISC. There. Ich glaube, das ist das. Why is that here? Hä? Wir haben hier Medoclini aus einer Klinik, Patientenname Ronan, 93. Das können nicht wir sein, weil wir sind doch 94 geboren worden. Medizinische Aktenzeichen, ne? Versetzung, Versicherung, Diagnose, Gehirnerschütterung, Beschreibung der Symptome, Druckgefühle im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Kranken, Hausentlassung. Ich, Patientenname oder Erziehungsberechtigter Tessa, welche entlasse, Klinik hiermit aus der Haftung bezüglich der Entlassung der Patientin entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und Tessa? Hä? Patientenname Runa. Ich oder Erziehungsberechtigter Tessa wirklich. Ah! Tessa war Erziehungsberechtigter? Patientenname oder Erziehungsberechtigter? Tessa will entlasse. Ach, okay. Können wir noch mehr herausfinden? Oh, ich muss noch mehr gucken, ey. Das sowas fixt mich ja dann doch sehr an. Ja. Ja, machen wir auch. Super. Kinder Ronan. Bingo. Speicher 2005 215. Okay. I need to check out 2005-201546. Okay. Das. Okay, here it is. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Das kostet ein Police Department, Bericht, Bericht, Vorfall, Diebstahl. Mhm. Bestätigung, blablabla. Name Tessa Veggie, meldete Person. Arzt, Ladendienststab, Geschäft, meldete Person Mary Ann Ronan. Am 31.01.05 gegen etwa 10.45 Uhr betrat Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Veggie geführte Geschäft. Mrs. Veggie gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale durchstöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Veggie gab an, ich habe den Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit über Blick gehabt. Veggie sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauch Spiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Veggie erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Veggie gab an, etwa 5 Minuten später an den Regalen vorbeigegangen zu sein, an denen Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Veggie bekräftigte die Regel erst kurz zuvor ausgefüllt zu haben und dann dies am Morgen niemand sonst den Laden betreten hatte. Mrs. Veggie sagt aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft und womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Mrs. Veggie gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kinderverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind alle Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Veggie hielt es für möglich, dass die Kinder in dem Haushalt Misshandlungen in irgendeiner Form ausgesetzt seien. Wow. Und das von der, ich sag mal in Klammern, besten Freundin, ne? I need to get moving. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Was soll ich jetzt tun? Nein! Get out. Uncle, I... Nein! We didn't mean I'm to... I'm not gonna repeat myself. Nein!
You're a goddamn hypocrite. I said move it. Hey, get off me. You'd rather spend the night here? Come on. I said don't fucking touch me. Go on. And consider yourselves lucky your family. Und da das dann ernst war, lass uns unter vier Augen sprechen. Ugh. You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Okay. Yeah, you're right. We need to talk. Hat er nicht vier Augen gesagt? Das sind sechs. Oh, jetzt geht's los. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her, you know, I'm not sure your mother would have accepted. So, she was struggling through the snowstorm of the century, and you reported her to social services? Tessa came to me and reported potential child neglect. As a sworn officer, I am required by federal law to report the allegation to OCS. A snake pretending to care, to be her friend, just to stab her in the back when she was down? Tessa helped out your family for years. I'm convinced her concern was real. Of course you would. Just following the law, then. Right. Is that why you came over that day, before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do? I thought always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best. And I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Das ist schwer. Nein, so einfach ist das nicht. Vielleicht aber nicht über Nacht.
Das ist schwer. Okay, vielleicht aber nicht über Nacht. Komm. I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Tessa ist eigentlich die Schlange. Group hug? Ah, das geht zu weit. No. Sag ich doch. Absolutely not. Das sind keine Kinder mehr. All right, I'm really gonna have to kick you out now. No rest for the wicked, huh? Oh yeah. Them as wicked as it gets. I'll see you both later. Tyler, what's up? Entschuldigung wegen der Feuerweed-Rechnung. Ja. So, I saw the invoice from Fireweed. When you were going through my stuff? Right. We don't have to talk about it. Oh, actually, no. I'm not gonna let you tough guy your way out of this. You didn't have to do that, but you did. And going to Fireweed was everything. So, thank you. Okay? Okay, Tyler. You're welcome. I feel like I owe you an apology. Oh yeah, what for? Breaking and entering? Invasion of privacy? Sorry. It was messed up. Don't worry about it. Apology accepted. Just don't ever pull that shit again. Well, see you around then? You know where to find me. Okay. Wohin jetzt, Allison? Well, that went better than I was afraid it would. Aber wir haben einiges herausgefunden, ne? Also möchte ich jetzt mal meinen. Ich hoffe, wir haben mit Sicherheit nicht alles herausgefunden. What happened up there? Long story. Hey, you know the drill. Chin up. Yeah. Chin up, stand tall. Atta girl. I could use a beer. It's noon. Which means that by the time I drink one, it'll be afternoon. I can't be expected to enjoy my pulled pork sandwich without a cold one. Are we still on for lunch tomorrow? Yeah, sure. I'll text you. Schubst die mich einfach, ey. You two on your way out? Yeah, we've got stuff to do. You ready, Allison? Yep. Let's roll on. Well, don't be a stranger, Tyler. Sure. See you around. See you later. Okay, hier haben wir nichts mehr zu tun. Hier sagen wir auch noch tschüss. You kids be careful out there, yeah? Kann ich jetzt hier in den Chat gucken? Nö. Ja, dann ist er zu langweilig. Allison. What? You feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Oh my God. Children, I... Tessa. Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh God. Oh God. Ad acta.
Where is everybody? Tessa's gotta be around somewhere. I think I'm hearing something. Well, at least we know the entire world didn't vanish. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. Aber ich muss Schluss machen. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.